Hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, heute geht es mal um das Thema Geld verdienen, ja, im Network Marketing. Und ich möchte da jetzt gar keine Anleitung dazu geben, ja, wie man Geld verdient. Ja, weil das ist im Network Marketing eigentlich ganz klar. Es gibt nämlich eigentlich nur zwei Wege, wie das Geld auf welchem Wege das Geld zu dir kommt. Zum einen durch, ja, das Verkaufen deiner Produkte, deiner Dienstleistungen, also das Verkaufen an sich. Und das Rekrutieren neuer Geschäftspartner und an deren Umsätze du dann ja beteiligt wirst. Aber das ist eigentlich so der Kern der Sache. Ich möchte jetzt aber dir keine Anleitung geben, was genau du tun musst, um eine Summe X zu kriegen, sondern ich möchte einfach mal viel weiter dahinter einsteigen, nämlich die Absicht, ja, mit welcher Absicht gehst du an die Sache ran und warum möchtest du ja den Betrag X im Jahr verdienen? Warum möchtest du 1 Million Euro im Jahr verdienen? Warum möchtest du 100.000 im Jahr verdienen? Warum willst du 400 Euro im Monat dazu verdienen oder 500 oder 1000? Was? Ich kenne dich jetzt so nicht, ich weiß nicht, wer du bist und ja, und dementsprechend musst du für dich entscheiden, was deine Ziele sind. Aber wichtig ist zunächst mal einfach zu klären, ja, warum will ich denn das überhaupt, dass ich überhaupt den persönlichen Antrieb habe, dass ich überhaupt die Gründe habe, ja, um mich zu motivieren. Und wenn du vielleicht im Nebenberuf tätig bist, dass du überhaupt die Motivation hast, nach einem langen Arbeitstag, ja, dich noch dahinter zu klemmen und ja, eben deine Kontakte zu machen oder ja, dementsprechend die Dinge zu tun, die notwendig sind, damit zum einen verkauft wird oder neue, ja, Partner gesponsert werden. Und wenn du für dich geklärt hast, wie viel du willst, ja, und warum, ja, dann ist es eigentlich relativ einfach, weil du kannst aus diesen Fragen ja dann deine Strategie ableiten. Ja, du kannst oder du solltest, wenn du geklärt hast, wie viel du verdienen willst und welche Absicht dahinter steckt, ja, dann kannst du herunterbrechen, okay, was muss ich denn tun, wenn du 100.000 verdienen willst, ja, im Jahr zum Beispiel. Dann kannst du herunterbrechen, okay, wie viel muss ich denn im Monat von meinen Produkten verkaufen? Wie viel Partner muss ich sponsern? Im Monat, in der Woche, am Tag, und hast so ein Gerüst für dich, ja, an dem du dich orientieren kannst und ja, und an dem du ja quasi dann ja loslegen kannst und kannst sagen, okay, das und das und das muss ich heute noch tun, damit ich meinem Ziel ja näher komme. Und du solltest einfach für dich schauen, okay, wie viel Gewinn habe ich, ja, wenn ich einen Verkauf tätige. Ja, also wenn du 100 Euro verdienen willst, ja, und du hast einen Reingewinn von 50 Euro pro Verkauf, da musst du eben zwei Verkäufe machen am Tag, damit du deine 100 Euro, ja, Gewinn erzielt hast. Und daraus kannst du auch, also ich finde es schön an dieser Herangehensweise einfach, dass du sofort ein Gespür dafür bekommst, ist es überhaupt für dich möglich? Kannst du dran glauben? Weil wenn dir der Glaube fehlt, brauchst du nicht anfangen. Ja? Wenn du nicht daran glauben kannst, dass du schaffst, dann wird es einfach schwierig. Ja, und aber wenn du dann siehst, okay, ich will den Betrag X in den nächsten 12 Monaten verdienen, das und das und das muss ich dafür tun, und dann feststellst, ja, das kann ich packen, das kann ich glauben, dann kannst du loslegen, dann hast du die Motivation, die du brauchst, weil du weißt, du kannst es erreichen. Wenn du aber merkst, okay, du schaffst es nicht, ja, du hast nicht das Gefühl, dass das, oder du hast noch keine Idee, wie es funktionieren kann, ja, dann weißt du, okay, vielleicht ist das Ziel jetzt noch ein bisschen zu hoch, vielleicht kann man da noch ein bisschen was verändern. Oder was der viel bessere Weg ist, sich zu überlegen, okay, wie kann ich es denn erreichen? Ja, was kann ich tun? Ja, und dann geht es immer schon im Bereich Strategie und dann kannst du für dich überlegen, okay, wie kann ich zum Beispiel einen Hebel schaffen, ja, dass ich da meine Zeit, ja, die eh schon kostbar ist, nur noch mit den Menschen oder nur noch in die Menschen investiere, die wirklich Interesse haben. Welche Tools kann ich verwenden, die mir ja neue Interessenten bringen, ja, die vielleicht automatisiert meine Produkte verkaufen, ja, sodass du wieder Zeit hast, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren, dein Marketing oder deine Vertriebsaktivitäten. Ja, ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Tipp jetzt hier mitgeben. Wenn dich interessiert, nach welchem System ich arbeite, ja, wie ich meinen Verkaufsfunnel aufsetze, der automatisch für mich verkauft, ja, dann hast du unterhalb des Videos die Möglichkeit, da findest du einen Link, kannst du draufklicken. Dann kommst du weiter auf eine Seite, wo du deine E-Mail-Adresse eintragen kannst. Trag einfach deine E-Mail-Adresse ein und du kriegst ja gratis alle weiteren Informationen zu diesem Thema. Du siehst, wie ich arbeite. Und wenn du kein, ja, Produkt hast, kannst du schauen in den Videos, wie du eben deine Ziele,
ja, deine finanziellen Ziele dementsprechend auch erreichen kannst. Okay, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt halt, ja, viel Spaß, viel Erfolg, alles, alles Gute, maximalen Erfolg, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.